und reden darüber, wie wir uns einbringen können in die Lösung. Also gerade im Bereich Content sind eigentlich alle Einkaufsgemeinschaften offen, dass sie nicht selber den kompletten Content aufbauen wollen, sondern den Content nur anreichern wollen. Und da kommen wir dann auch wieder ins Spiel. Genauso Transaktionen. Klinikpartner plant ein eigenes Exchange-System, aber auch da sind wir in Diskussionen, wird das komplett genutzt, wo kommen die Lieferanten-Schnittstellen ins Spiel. Also wir reden mit einer Einkaufsgemeinschaft, wie wir uns einbringen können. Es ist ja so ein enger Markt, da redet ja natürlich jeder mit jedem. Es gibt aber immer so, wie soll man sagen, so Moden, Strömungen, Tendenzen, die haben sie überall, hatten sie in den USA auch schon. Da haben die Einkaufsgemeinschaften gesagt, wir sind ja viel größer als die Provider, machen wir alles selber. Und dann kommen sie irgendwann 5 Jahre später drauf, arbeitsteilig ist gar nicht schlecht. Ich glaube, das wird ja auch so sein, dass man halt, jeder probiert mal was aus. Bei uns wird auch nicht alles, was wir jetzt an neuen Produkten probieren, irgendwie von Erfolg gekrönt sein. Das ist irgendwie, sagen wir mal, ein Freispiel der Marktwirtschaft. Ne? Und dann 2025 wird es dann anders sein und 2030 dann nochmal anders. Ja, deshalb aufgrund der Transaktionen, also wir reden auch mit allen Einkaufsgemeinschaften und auch wenn da jetzt Transaktionen wegfallen, wir haben unseren großen Bereich der Applikationen, wo wir Applikationen verkaufen und wir sind auch ohne, dass man jetzt weiß, dass es HBS ist, in vielen Bereichen als Dienstleister drin. Also auch für viele Unternehmen, die teilweise hier sind, aber auch im gesamten Gesundheitsmarkt unterwegs sind, sind wir einfach nur Dienstleister und ohne, dass man das weiß. Und ob da jetzt Transaktionen entstehen. Transaktionen ist am Ende ist immer noch, und das würde noch bei uns bleiben, das ist ein Abfallprodukt. Die Prozesse werden verbessert und das Abfallprodukt ist die Bestellung. Und da sehen wir eigentlich keine Gefahr drin, zumal wir eben in weiteren Geschäftsbereichen bzw. Vertriebskanälen der Lieferanten drin sind, mit dem Veterinär und dem dentalen Bereich, der auch komplett neu aufgebaut wurde für uns. Schaut mal die Runde aus.